da noch zu sterben. Als wollte ich dieses Let's Play noch unbedingt künstlich in die Länge ziehen, was nicht der Fall ist. Der schwierige Teil war doch sogar schon geschafft. Der schwierige Teil war doch schon geschafft. Sind jetzt beide wieder da? Natürlich sind beide wieder da. Hier, nimm das. Und das. Und das. Und das. Und auch das. Jetzt auch noch das. Denn ich mag euch nicht. Und heute klopft zuerst der Weiße dran. Ihr sollt gleichzeitig zuhauen. Ihr sollt gleichzeitig zuhauen. Ihr sollt zusammen zuhauen. Ich kann so nicht arbeiten. Sag mal, wollt ihr mich jetzt hier ärgern, ihr beiden? Das gibt's doch nicht. Okay. Okay, wie ihr beiden wollt. Wie ihr beiden wollt. Ich habe noch andere schöne Sachen für euch in meinem Inventar parat. Die kriegen mich nicht klein. Ich mach sie fertig. So sieht's aus. Die haben keine Chance. Ich bin der Held der Zeit. Ich bin jederzeit bereit. Für alle Schweinereien, welche das auch seien. Denn ich bin der Held der Zeit. Und Schweinereien sind für mich eine alltägliche Kleinigkeit. Dumm. Nimm auch das. So, was haben wir denn hier noch für euch, ihr Süßen? Das habt ihr jetzt davon. Hier könnt ihr zusammen sterben. So, geht's also weiter hoch hier. So, wie sieht's mit meiner Ausrüstung aus? Ich habe Pfeile ganz voll. Aber nicht ganz volle Magie. Okay. Ah ja, und ich brauche
Ich brauche gleich wieder hier die Flasche. Dann holen wir uns hier hoffentlich noch Magie. Nein. Nein. Ja. Ganondorf, willkommen, Schnucki-Schatz. Jetzt gibt es Ärger für dich. Ich bin am Weg. Ah, die Musik im Hintergrund ist super. Wie er auf seiner Orgel klimpert. Er weiß, dass wir kommen und klimpert weiter. Denn er glaubt, er wird siegen. Aber wird er denn siegen? Oder wird er verlieren und untergehen? Da-dum. 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 Da ist unser Triforce-Teil. Das des Mutes. Zelda kriegt Iris der Weisheit. Wir werden vollständig geheilt. Bringt nicht viel, wenn man volle Herzen hat. Und Ganondorf hört auf zu spielen. Die Fragmente des Triforce. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. So sieht's aus. Die fehlenden zwei Fragmente. Ihr warte. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Vorhin, als du Zelda gefangen genommen hast, hast du es noch so aussehen lassen, als hättest du erwartet, dass sie es trägt. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ja, aber du, ne, mit deiner schönen grünen Haut. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es. Deine Befehle sind mir egal. Falls es mal mitbekommen hat. Narvik, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Narvik, als hättest du mir jemals geholfen. Großmeister des Bösen, Ganondorf. Ja, herzlich willkommen zum Endkampf. Der im Großen und Ganzen nicht so unterschiedlich ist wie der Kampf mit Phantom Ganon. Was wir jetzt gleich sehen werden. Denn er schleudert Energiebälle auf uns und wir schleudern sie zurück. Wenn wir ihn getroffen haben, müssen wir auch schnell einen Lichtverlauf hinschießen, damit er zu Boden geht und dann können wir mit dem Schwert draufhauen. Wenn man da immer im richtigen Takt die Taste drückt, und das ist ziemlich framegenau, kann man ihn so oft schlagen, wie man will. Hab ich gerade übrigens nicht gemacht, wie man gesehen hat. Und ehrlich gesagt nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich es nicht hingekriegt habe. Ja, Garni, ich mach dich mit einer Flasche und einem zerbrochenen Schwert. Was sagst du denn dazu? Hier, spüre die Macht meines zerbrochenen Schwertes. Hab mal schon gesehen, ich habe ziemlich viele Treffer gelandet. Neben hier der einzelnen Attacke packt Garni gleich noch eventuell eine andere Attacke aus seinem Repertoire aus, die man nicht mit der Flasche abwehren kann. Jetzt komm hier. Ping, pong. Ping, pong. Ping, pong. Ping. Gunny. Jetzt lass dich doch treffen. Dankeschön. Oh, hat meine Magie hier reicht. Nimm das und das. Mit einer anderen Attacke lädt deine große Energiekugel auf und daraus kommen dann 5 oder 6 kleine Energiekugeln, die man mit der Wirbelattacke abwehren kann, die ich aber mit dem zerbrochenen Langschwert nicht machen kann. Deswegen würde ich in dem Falle, wenn er den Superangriff macht, im Ladevorgang direkt mit dem Lichtfall auf ihn draufschießen, denn
Er kann sie beim Laden nicht abwehren. Ah, das sind hier wieder einige schöne Treffer. Ich glaube, ich warte jetzt, bis er die große Attacke macht, denn macht er, sobald er ein gewisses Maß an Schaden hat, und dann sehen wir sie mal. Ach, gar nie. Langweilig. Ah, da ist es. Da lädt er auf und jetzt können wir einfach hier Badabu aufschießen. Ah, ich habe wieder einen ziemlich guten Takt gehabt, bis ich angefangen habe zu reden. Na gut, stimuliert. Gani, das war ja mal hier gerade gar nichts mit abwehren, ne? Hast du aufgegeben? Und Gani ist besiegt. Für den Fall, dass mir die Magie ausgegangen wäre, hätte ich runterfallen können und da sind noch die Vasen von vorhin. Da findet man Magie, Pfeile und auch Herzen, glaube ich. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind, das darf nicht sein. Ich kotze! In der Ursprungsversion war das Rot und Blut, aber jetzt kotzt er. Ist viel passender und atmosphärischer, finde ich, wenn der Oberbösewicht dir vor die Füße kotzt. Eine ziemlich sinnvolle Zensur. Ne? Huch, da ist mir was runtergefallen. Und da kommt Zelda. Wieder in ihrem Gefängnis, wo der Rock unten rechts rausguckt. Und es verschwindet, weil Ganondorfs Macht erlischt. Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Ja, ganz schön bedauernswert. Dumm, dumm, dumm. Dumpty, dumm. Ramtadam. Narvik, hör zu. Der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Weil du dich natürlich in diesem Schloss auskennst, ne? Sie wurde in der Zitadelle derzeit gefangen genommen, vermutlich in den Raum gewarnt. Und jetzt soll ich dir folgen, weil sie sich ja so gut auskennen in diesem Schloss. Es ist ja nicht so, wie als hätte ich es gerade komplett durchquert und alle Gegner darin umgebracht. Nein, Zelda ist der Experte für dieses Schloss. Beziehungsweise die Expertin. Naja, dann folgen wir ihr mal. Oder was auch immer sie glaubt, was wir da tun, wenn wir vor ihr wegrennen. So. Ach, wir waren wieder schneller als du. Du alte Trödeltante. Wieder schneller. Weißt du, wenn wir dir folgen sollen, musst du schneller sein als wir, Zelda. Das System hast du schon verstanden, oder? Wir waren übrigens wieder schneller, Zelda. Ach, dieser Raum. Ich geh mal hier hin, da ist es bestimmt sicher. Huch! So, das sind wieder zwei Stahlfossritter, die wir jetzt töten müssen. Allerdings sind welche derart, die sich wieder zusammensetzen, wenn man den zweiten nicht schnell genug tötet. Deswegen ich keine Zeit verschwenden sollte. Hm.
Einen Treffer bisher auf den hier. Okay. Zwei Treffer. Jetzt komm schon. Der hat mich umgebracht. Geht das wieder los? Okay.